In dem Programm ist Folgendes angekündigt. Dana oder auch großzügige Hingabe gilt im Buddhismus als eine grundsätzliche ethische Tugend. Gleichzeitig ist es eine freudige Praktik, durch die man lernt, die harten Schalen des Ego-Sinns allmählich abzuwerfen und Mitmenschen als gleichwertige Individuen wahrzunehmen. Das deutet darauf hin, dass es bei dieser Geschichte mehr um mehr geht, als nur darum, die Hand zu öffnen, zu geben, wegzugeben. Also Großzügigkeit oder Geben ist mein Thema für heute. Ich habe auch noch einen Untertitel gefunden, der ein bisschen so poetischer ist und der auch noch ein bisschen mehr verrät. Und der ist: Gib, was du kannst und nimm, was du brauchst. Das kann nun sehr verfänglich sein, aber ich werde versuchen, das klarer zu machen, was eigentlich damit gemeint ist. Ich möchte beginnen mit einer sogenannten Jataka-Geschichte. Jatakas sind Geschichten aus dem vorherigen Leben des Buddhas, in denen er sich durch besondere Taten auszeichnete und so seine zukünftige Erleuchtung und Buddhaschaft vorbereitete. Diese Jataka-Geschichten sind in buddhistischen Ländern ausgesprochen beliebt. Wahrscheinlich kennen mehr zeilenlesische Buddhisten die Jataka-Geschichten sehr genau als die sogenannten kanonischen Schriften. Aber eine ganze Menge dieser Geschichten sind nicht kanonisch, sind also eher so Volksgut, könnte man sagen. Die Geschichte, die ich ausgewählt habe zu unserem Thema Dana, Großzügigkeit, ist die Geschichte von der hungrigen Tigerin. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, da wurde der Bodhisattva als ein edler und reicher Brahmane geboren, der in diesem Leben einen guten Ruf genoss, als reingesinnter und religiöser Mann. In Indien, wie Sie vielleicht wissen, geht jeder Brahmane durch 4 Lebensstadien, nämlich Kindheit, Jugend, das ist die Zeit seiner Ausbildung, seiner Studienzeit, das Mannesalter, in dem er eine Familie hat, in dem er Haushälter ist, und sein Alter, in dem er sich häufig in den Dschungel zur Meditation zurückzieht. Als der Bodhisattva, und hier muss ich vielleicht erklären, einschieben, ein Bodhisattva ist jemand, der auf dem Weg zur Erleuchtung ist. Bodhi heißt Erleuchtung, Sattva heißt Wesen, also Erleuchtungswesen, jemand, der sich dem Ziel von Erleuchtung verschrieben hat. Ja? Und der historische Buddha wird, wenn man sich auf seine Vorleben bezieht, immer als der Bodhisattva bezeichnet. Also, als der Bodhisattva das Mannesalter erreicht hatte, weigerte er sich zu heiraten und einen Haushalt zu gründen, sondern zog das Leben im Dschungel vor. Er war vielen ein Beispiel, lehrte ethisches Verhalten und reines Leben, zeigte seinen vielen Schülern, wie sie sich durch meditative Konzentration von weltlichen Versuchungen fernhalten konnten. Eines Tages war er mit einem seiner Schüler in religiöses Gespräch vertieft, in den Bergen unterwegs, wo er lebte. Als er am Grunde einer Schlucht eine junge Tigerin sah, die vor Hunger so schwach war, dass sie kaum laufen konnte. Ihre Augen lagen tief und ihr Körper war dünn wie ein Skelett. Ihre Jungen waren in der Nähe, aber die Tigerin war so hungrig, dass sie kurz davor war, die Kleinen zu verschlingen, da sie nichts anderes zu essen fand. Sie knurrte die Kleinen mit heiserer Stimme an. Als der Bodhisattva dieses Leiden sah, war er von Mitgefühl erschüttert, so wie ein Berg von einem Erdbeben erschüttert wird. Und er rief aus zu seinem Begleiter Ajita: Mein Sohn, sieh dir das wahre Wesen bedingten Seins an. Dieses Tier denkt daran, seine eigenen Jungen zu fressen. Der Hunger veranlasst sie, das Gesetz der Liebe zu verletzen. Wie grausam kann Selbstliebe sein, die eine Mutter dazu bringt, die Körper ihrer eigenen Nachkommenschaft zum Mahl zu nehmen. Geh schnell, mein Sohn, und such nach Futter, um den Hunger der Tigerin zu stillen, damit sie ihre Jungen nicht verletzt. Auch ich werde versuchen, sie davon abzuhalten. Der Schüler lief schnell weg, um Futter für die Tigerin zu suchen, aber der zurückgebliebene Bodhisattva dachte: Warum sollte ich nach dem Fleisch eines anderen Körpers suchen, wenn ich meinen eigenen Körper opfern könnte? Ich kann nicht glücklich sein, wenn die Tigerin leidet, und es steht in meiner Macht, ihr zu helfen. Wenn mir das Leben dieses Wesens gleichgültig wäre, täte ich damit Böses und mein Gewissen würde brennen wie ein Busch, der Feuer gefangen hat.
Wenn ich mich aber in die Schlucht hinunterstürze und meinen Körper opfere, wird die Tigerin zu fressen haben und ihre Jungen sind gerettet. Mein Beispiel wird die Welt Mitgefühl lehren. Durch diese Überlegungen gestärkt, warf der Bodhisattva seinen Körper in den Abgrund, gerade vor die Tigerin, die kurz davor war, ihre Jungen zu verschlingen. Die Tigerin hörte das Geräusch des aufprallenden Körpers, ließ ihre Jungen und kroch zu der Stelle, wo der leblose Körper des Bodhisattvas lag. Sie sah ihn mit hungrigen Augen und begann sofort, ihn zu fressen. Ja, ziemlich extreme Geschichte. Ne? Also, ja, jemand, der sein Leben opfert. Aber ich glaube, wir müssen sehr, sehr fein unterscheiden. Wofür opfert er sein Leben? Was beabsichtigt er damit? Was war seine wirkliche Intention? Man kann sich leicht ein bisschen so angegraust wegwenden und denken, naja, wenn das die Praktik vom Buddhismus ist, das ist mir ein bisschen zu heftig. Und außerdem, ich würde es schwer finden, so irgendwo eine hungrige Tigerin zu finden, um mich zu opfern. Im Zoo, die sind wahrscheinlich ganz gut gesättigt. Aber diese Geschichten, diese Jataka-Geschichten, sind ausgesprochen beliebt in buddhistischen Ländern. Und ich glaube, das hat seinen Grund. Ganz einfach, weil sie, wie in dieser Geschichte, an den Kern dessen gehen, was ja als buddhistische Qualität, als buddhistische Tugend beschrieben wird. Nämlich bis ins Äußerste zu gehen, bis ins Extrem zu gehen, in seinem Mitgefühl für andere Wesen. Ja, wirklich dem eigenen Impuls nachzugeben, Leiden zu lindern. Und das ist, was der Bodhisattva hier getan hat. Das bedeutet nicht, dass man leichtfertig sein Leben opfern soll. Ja, überhaupt nicht. Ganz wichtig ist der Satz, er wollte die Welt Mitleid lehren. Er sah auch darauf, was für ein Beispiel er gab, was für einen Effekt er auf seine Schüler mit dieser Tat hätte. Ja, nur diese Tigerin am Leben zu erhalten, in sich selber, würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Aber im alleräußersten Falle ist ein Bodhisattva, jemand, der auf dem Weg zur Erleuchtung ist, sogar bereit, sein Leben zu geben. Und das will diese Geschichte illustrieren. Ja. An anderer Stelle wird sogar gesagt, dass es einem Bodhisattva nicht einmal erlaubt ist, sein wertvolles Leben einfach aus nichtigem Grunde wegzugeben. Weil er hat der Welt eine ganze Menge zu geben. Er ist wichtig. Ja. Er hat die Mittel, die Wege, das Wissen, die eigene Verwirklichung, um anderen Leuten zu helfen, selber Fortschritte auf dem geistigen Weg zu machen. Aus diesem Grunde darf er sein Leben nicht so einfach wegwerfen. Dana zu geben ist die grundlegende buddhistische Tugend überhaupt. Ja, wie geht es uns? Wenn wir vom Buddhismus hören, hören wir bestimmt nicht zuerst von der Tugend des Gebens oder Großzügigkeit. Die meisten von uns oder viele, die vielleicht in Westeuropa Buddhismus begegnen dem vielleicht in der Form von Zen-Meditation. Ja? Sie gehen vielleicht auf ein Wochenende und machen einen Zen-Session und lernen, dass die Praktik von Buddhismus was mit Meditation zu tun hat. Man sitzt still da, beißt die Zähne aufeinander und er hält es aus, bis die nächste Meditationsglocke geht. Und das tut man vielleicht für ein paar Wochenenden und man hat interessante Effekte in seinem Bewusstsein zu beobachten. Aber nach einiger Zeit denkt man, das ist vielleicht ein bisschen zu hart für mich, dieses Sitzen. Und niemand erklärt mir, worum es dabei eigentlich geht. Und dann verliert sich vielleicht jemand in ein FEBO-Zentrum und ist ganz erleichtert und denkt, oh ja, hier wird zwar auch meditiert, aber die erklären, wie es geht und was man dabei macht und wo es darum geht. Da lerne ich die Vergegenwärtigung des Atems und lerne meinen Geist zu konzentrieren. Ich weiß, die anderen haben auch Schwierigkeiten damit, aber ich verstehe so allmählich langsam, worum es geht. Ich lerne die zweite Praktik, die Metta-Bhavana, Entwicklung liebevoller Freundlichkeit, und das Konzept kann ich auch gut verstehen, da stehe ich hinter und das spricht mich an. Auch das ist aber ziemlich schwierig. Das ist ziemlich schwierig, in der Vergegenwärtigung des Atems die Aufmerksamkeit beim Atem zu halten. Es ist ziemlich schwierig, in mir manchmal Gefühle von Freundlichkeit zu finden. Und dann, so nach vielleicht Wochen oder Monaten, gehe ich zufällig zu einem Anfängerabend, wo ein Vortrag gehalten wird über Ethik. Und zu meiner Erleichterung höre ich, dass Meditation eigentlich was ziemlich Fortgeschrittenes ist. In der buddhistischen Tradition beginnt man üblicherweise nicht mit Meditation, sondern mit Ethik. Also, diese innere Mauer, an die ich komme, weil ich in meiner Meditation, die ist nur da, weil ich eigentlich nicht den Bereich von Ethik beachte, keine Ethik übe. Und ich sehe, ja,
was für moralische Implikationen mein Handeln im Alltag hat. Okay, und mit Begeisterung beginne ich, die fünf ethischen Vorsätze zu üben. Also ich versuche, Lebewesen nicht mehr zu schädigen. Ich fange vielleicht an zu experimentieren mit Vegetarismus. Ich versuche, ein bisschen genügsamer zu sein. Ich versuche, Zufriedenheit zu kultivieren in meinem Leben. Ich versuche, die Wahrheit zu sagen. Ich versuche, freundlich zu reden. Ich versuche, hilfreich zu reden. Und ich versuche, ja, mich nicht immer ein bisschen zurückhaltend zu sein mit Drogen oder Mitteln, die meinen Geiste trüben. Aber auch das ist nicht leicht. Ich muss mich ändern. Ich muss ziemlich radikale Dinge tun, die Dinge lassen, die mir bisher lieb gewesen sind. Tja, so bin ich gekommen von Zen zu Meditation, zu Ethik. Und eigentlich bin ich fast dabei aufzugeben, zu denken, die Praktik vom Buddhismus ist eigentlich viel zu hart für mich. Das schaffe ich nicht, das schafft man vielleicht nur in Asien. Und dann lese ich eines Tages in einem Buch von Sangharakshita, dem Gründer des westlichen buddhistischen Ordens, Dana, Freigebigkeit, Großzügigkeit, Geben, ist die grundlegende buddhistische Tugend, ohne die man sich selbst kaum Buddhist nennen kann. Dana besteht nicht so sehr im Akt des Gebens, sondern in dem Gefühl, geben zu wollen. Das, was man hat, mit anderen teilen zu wollen. Also, da habe ich meinen Ausgangspunkt. Ja, vielleicht über Umwege, aber da beginnt jedes geistige Leben. In dem Versuch, den eigenen Überfluss, den eigenen Reichtum zu teilen, geben zu wollen. Aber bei dem Gefühl soll allein darf es natürlich nicht bleiben, genau wie im Fall von Metta. Es reicht nicht aus, nur liebevolle Gedanken zu haben. Es reicht nicht aus, nur einen Gedanken von geben wollen zu kultivieren, zu denken, wie schön es wäre, wenn ich großzügig wäre eines Tages. Das ist die Grundlage. Wenn ich diesen Wunsch, diese Gedanken, diese Intention, diese Geisteszustände von Metta und geben wollen nicht habe, dann wird meine Praktik von Freundlichkeit und Geben sehr künstlich sein. Aber die Geisteszustände müssen sich auch ausdrücken in tatsächlichen Aktionen. Sonst fehlt was Wesentliches. Also, großzügige Gedanken allein sind nicht genug. Man muss geben. Manchmal muss man auch geben ohne großzügige Gedanken, aber dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später. Als der Buddha Erleuchtung erlangt hatte, sagen die Schriften, hatte er eine Vision, eine wunderschöne Vision. Er saß vor einem großen Teich und in diesem Teich gab es viele, viele Lotusblumen. Und diese Lotusblumen waren in unterschiedlichen Stadien von Entwicklung. Einige waren noch sehr tief im Schlamm, ganz unten. Einige hatten sich schon ein bisschen entwickelt und waren mit ihrer noch geschlossenen Blüte mitten im Wasser. Einige berührten gerade die Wasseroberfläche. Dann waren weitere, die so ein bisschen geöffnet waren. Und dann ganz, ganz wenige, die weit über die Oberfläche hinausragten und ihren Kelch voll geöffnet hatten. Er sah das als Symbol für Lebewesen, die in unterschiedlichen Stadien von geistiger Entwicklung waren. Und er sah, ja, diejenigen, die vielleicht gerade die Wasseroberfläche berührten, gerade ihre Knospe öffneten, die brauchten vielleicht Hilfe. Man könnte sagen, das Stadium derjenigen Lebewesen, die weit unter Wasser sind, im Schlamm stecken, die völlig geschlossen sind, ist das Stadium von völliger Selbstzentriertheit. Wir kennen nichts als uns. Ja. Zumindest emotional-psychologisch ist das, was wirklich wichtig ist. Aber dann kommen wir vielleicht in unseren besten Augenblicken an dieses Stadium von, ja, ein bisschen geöffnet zu sein. Und da kommen ein paar Sonnenstrahlen rein und mehr noch, wir werden uns der Tatsache bewusst, es gibt andere Lotusse, die auch halb geöffnet sind oder vielleicht gar nicht geöffnet sind oder viel weiter geöffnet sind. An diesem Punkt, in diesem Augenblick, gibt es die Möglichkeit des Gewahrseins für andere. Ja? Hier könnte man so eine Hand geben, wenn sie nötig ist. Oder hier könnte man auch eine Hand bekommen und sie nicht als Angriff empfinden. Also, es gibt diesen Punkt, wo wir gerade offen genug sind, um geben zu können und geben zu wollen. Man könnte sagen, dieses Stadium ist das Stadium jeder wahrhaft menschlichen Gesellschaft. Ja? Man ist ein bisschen offen für andere. Ja? Man nimmt andere wahr. Man nimmt andere als Lebewesen wahr, als Menschen. Ja? Und in traditionellen Gesellschaften drückt sich das häufig aus in ritualisiertem Geben. Ja? Man tauscht Geschenke aus.
Was immer man denken mag in unserer Kultur über Feste wie Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten, Feiern und so weiter, es gibt sicherlich ein Element daran, was sehr, sehr menschlich ist, nämlich, dass man Geschenke austauscht. Und ich denke, wenn wir diese Feiern und Anlässe so etwas naserümpfend nicht wahrnehmen wollen, dann sind wir wirklich hier gefordert, einen guten Ersatz dafür bald zu finden. Ja. Also es sind Anlässe, ja, die uns manchmal ein bisschen über unsere Selbstzentriertheit ja, hinausheben können, in all ihrer Beschränktheit. Also, der halboffene Lotus, könnte man sagen, ist das Symbol des Gebens. Es ist der Beginn weiterer Entwicklung, weiterer Öffnung, weiteres Wachstums, des Sich-Hebens über die Wasseroberfläche und vollen Öffnens. Es ist der Beginn des spirituellen Lebens. Der Punkt des halboffenen Lotuses ist der Punkt wahrer Menschlichkeit. Sangharakshita nennt es das Stadium, wahrhaft gesund, menschlich und glücklich zu sein, psychologisch integriert zu sein. Ich hatte bei der Vorbereitung dieses Vortrags das Glück, zurückgreifen zu können auf andere Vorträge, sehr ausführliche Vorträge über das Thema Dana. Dhammaloka war so freundlich, mir dieses Heft zu geben. Das ist eine Publikation von London Buddhist Center. Der Vorsitzende des London Buddhist Centers, Ratna Gosha, hat da eine Vortragsserie über Dana gehalten. Und die LBC, das London Buddhist Center, hat dieses Jahr 1996 zum Dana-Jahr erklärt. Ja, also die haben nicht nur einen Dana-Tag wie wir heute, sondern die haben ein ganzes Dana-Jahr. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Aus Ratna Goshas Vorträgen habe ich eine Liste, die ich gerne vorstellen möchte. Er beschreibt verschiedene Stufen von Dana, verschiedene Intensitätsstufen, auf denen man geben kann, auf denen man Großzügigkeit übt. Ratna Goshas erste Stufe von Dana ist Gastfreundschaft. Was bedeutet das? Hoffentlich, als ihr gerade hier reinkamt, wenn ihr zum ersten Mal hier wart, habt ihr eine Tasse Tee bekommen. Hoffentlich war jemand da, der euch einen guten Tag gewünscht hat, euch gezeigt hat, wo es einen Stuhl gibt, wo es eine Garderobe gibt, euch also willkommen geheißen hat. Ich hoffe, dass es passiert. Ich hoffe, wenn du schon länger hier bist, du weißt, dass es wichtig ist, auf andere Leute zuzugehen. Wiederum von dir aus, neueren Leuten zu helfen, diesen Anschluss zu finden. Also, sehr, sehr rudimentäre Akte von Gastfreundschaft sind sehr, sehr wichtig, damit man überhaupt Verbindung miteinander eingehen kann. Man kann andere Bereiche untersuchen, zum Beispiel, wie beantworten wir das Telefon? Nehmen wir auf und sagen direkt und unmittelbar, was wir wollen, und wenn wir es gekriegt haben, legen wir auf? Oder nehmen wir wahr, dass es am anderen Ende Menschen gibt? Und besonders in England ist es mir aufgefallen, immer wenn ich das Telefon aufnahm, die Leute fragten erstmal, wie es mir geht. Naja, in England heißt es, how are you? Und das kann ein bisschen floskelhaft sein. Aber ich habe es wörtlich genommen und das war eine Gepflogenheit. Ich glaube, eine gute Gepflogenheit, die man so positiv übernehmen könnte und ausfüllen könnte. Ja, sich darum zu kümmern, dass es da einen anderen Menschen gibt und vielleicht zu fragen, wie es ihm geht. Man muss vorsichtig sein, das kann ein bisschen auch als bohrend empfunden werden. Vielleicht gibt es bessere Wege, das zu tun. Also, ein Telefon freundlich zu beantworten, kann wichtige Verbindungen herstellen. Ist eine Form von Gastfreundschaft auszudrücken, noch bevor jemand die Schwelle über deine eigene Tür, Fuß über deine eigene Schwelle gesetzt hat. Ich lebe seit 10 Jahren in FWBO-WGs und das ist mein Lebensbereich, aus dem ich meine Beispiele überwiegend schöpfen kann. Ich habe 3,5 Jahre in England mit Männern zusammengelebt, das waren ziemlich große WGs teilweise, 20, 21, und im Augenblick lebe ich mit einer WG von 6 Leuten und in Kürze gibt es eine neue WG, also es wird sehr spannend sein. Man bringt solche spirituellen Wohngemeinschaften nur ins Leben, wenn man sich umeinander kümmert, ja? Wenn man den anderen als Menschen wahrnimmt und sich selbst als Mensch wahrgenommen fühlt. Also, so Fragen zu stellen wie, gibt es irgendwas, was du brauchst? Ja, kann wirklich menschliche Verbindungen stiften. Ich habe gerade so dieses Pult zurechtgerückt und Bodhi Mitra steckt den Kopf zur Tür rein und sagt, alles in Ordnung? Und sagt, ich könnte einen Stuhl gebrauchen. Er ging runter und holte mir einen Stuhl. Wenn ich irgendwo zu Gast bin in England,
was häufiger der Fall ist, und ich werde untergebracht in irgendeiner WG, dann sagen die Leute relativ früh, wenn du Hunger hast oder irgendwas brauchst, und hey, geh in die Küche und bedien dich. Das hilft mir, mich zu entspannen. Ne? Ich darf mich zu Hause fühlen, ich darf mich bedienen. Ne? So selbstverständliche, kleine, einladende Sachen. Ist eine Form von Geben durch Gastfreundschaft. Kürzlich war Geburtstag meines Vaters und mir fiel auf, wie meine Mutter Gäste behandelt. Wenn ich dort zu Besuch bin, es gibt immer was zu essen. Immer. Ja. Es gibt immer was zu trinken. Und sie hat immer Kuchen. Ja. Sie ist besorgt darum, dass ich lange genug bleibe, damit der Kuchen aus dem Tiefgefrierfach noch auftaut, bevor ich gehe, und damit ich was essen kann. Das ist gute Kultur, glaube ich. Es gibt die schöne Geschichte von der Dose mit Keksen in Kalimpong, von der Sangharakshita spricht. Der hat in den 50er Jahren in Kalimpong in Nordindien, in den Bergen gelebt. Und er sagte, die Tibeter, die Flüchtlinge waren und gerade aus Tibet kamen, waren manchmal bettelarm. Aber wenn sie einander besuchten, die brachten immer was mit. Und er hatte die Vermutung, dass diese eine Dose Kekse, ja, die immer mitgebracht wurde, immer die gleiche war. Ja. Also sie wurde von Hand zu Hand zu Hand weitergereicht. Ja. Aber man hatte was in der Hand, was man geben konnte, und das war wichtig. Gastfreundschaft lehrt uns, über unsere eigenen unmittelbaren Bedürfnisse hinauszugehen und die Bedürfnisse anderer zu sehen. Gastfreundschaft hilft uns, Kontakt zwischen Menschen angenehm zu machen. Gastfreundschaft ist eine Form von Selbsttranszendenz. Oder sie kann darin münden. Und in diesem Sinne kann sie eine Grundlage und ein Anstoß sein für ein geistiges Leben. Ratna Ghoshas zweite Stufe von Dana. Bedingtes Geben. Was ist damit gemeint? Wir geben, aber wir geben nicht völlig selbstlos. Wir warten irgendwas zurück. Und das ist viel, viel verbreiteter, als wir denken. Wir geben ein Geschenk und wir denken, 40 Mark fürs Geburtstagsgeschenk reicht aus. XY's Geburtstagsgeschenk war bestimmt auch nicht teurer. Das ist so das Level zwischen uns. Oder ich erinnere mich an Freunde, die ich hatte zu meiner Studentenzeit, die sich darüber mokierten, dass immer wenn bestimmte Verwandte kamen, sie mussten eine Kristallschale hervorkramen und aufs Sideboard stellen, weil sie die zur Hochzeit von der Tante bekommen hat. Die Tante war sehr pikiert, wenn die Schale nicht da war. Das zeigt, unser Geben ist bedingt. Ja. Wir wollen sehen, dass der Empfänger unser Geschenk wirklich wertschätzt und so in die Mitte der Vitrine setzt, damit wir jedes Mal sehen, wie dankbar er ist für unser Geschenk. Und was passiert, wenn wir nicht die Reaktion bekommen, die wir erhofft haben, wenn der andere das Geschenk unausgepackt lässt oder nicht kommentiert und so weiter? Eine andere kleine Geschichte von Sangharakshita. Eines Tages gab ihm einer seiner Ordensmitglieder Schüler, der selber sehr interessiert war an Fotografie, ein wunderschönes, sehr teuren Band über Fotografie. Und Bhante nahm das Buch und bedankte sich herzlich, lächelte, und nachdem er das getan hat, nahm er das Buch und gab es zurück und schenkte es dem Geber im gleichen Augenblick zurück, der völlig verblüfft war. Was das illustrieren soll, ist, wenn ich gebe und bedingungslos gebe, dann sage ich, hier hast du dieses Ding, du kannst damit machen, was du willst. Ja? Aber das hat er getan. Er sagte, ich brauche kein Fotoband, derjenige, der sich für Fotos interessiert, ist er. Also er soll es haben, und er hat es zurückgegeben. In buddhistischen Ländern kennt man das Konzept von Verdiensten anhäufen. Ja, also jede gute Tat, die man tut, die kommt in einer Art so transzendentalen Logbuch, und da werden all die guten Taten eingetragen. Und irgendwann, wenn man genug davon hat, dann kriegt man eine glückliche Wiedergeburt. Man ist reich oder ich weiß nicht was. Auch das ist eigentlich eine Form bedingten Gebens. Ja. Aus diesem Grunde ist es zum Beispiel wertvoller, an einen bekannten buddhistischen Lehrer zu geben, als an einen Bettler, weil die Verdienste größer sind. Ja. Also das ist bedingtes Geben. Aber was können wir eigentlich tun? Können wir wirklich bedingungslos geben? Müssen wir uns erst 10 Jahre zur Meditation im Himalaya zurückziehen, bis unsere Motive zu geben wirklich völlig rein sind? Und dann können wir erst anfangen zu geben? Was tun wir, wenn unsere Motive zu geben nicht völlig selbstlos sind? Die Antwort ist simpel, macht nichts. Wichtig ist, dass wir erstmal geben. Wir sehen ein Bedürfnis und wir geben. Geben ist Praktik, man muss es tun. Geld wird gebraucht und wir geben Geld.
Zeit, ein offenes, mitfühlendes Ohr wird gebraucht und wir geben Zeit. Energie ist benötigt und wir geben Energie. Bildung, Kultur, wir geben das. Geben ist auf doppelte Art und Weise hier bedingt. Einmal ist es, wir verknüpfen immer noch die Erwartung von Gegenleistungen damit, wenn auch noch so subtil. Und es ist eine Reaktion auf äußere Bedürfnisse. Also es ist bedingt. Also nicht völlig selbstlos. Aber auch diese Ebene von Dana hilft uns, uns weiterzuentwickeln, zu den darüberliegenden Stufen zu kommen und ist deshalb wichtig. Die dritte Stufe von Dana ist Helfen. Hier beginnt man über die Trennung von Selbst und anderen hinauszugehen. Wir gehen nicht mehr auf ganz bestimmte Bedürfnisse anderer ein, die eingefordert werden, sondern wir nehmen einfach an, dass es das menschliche Wesen bestimmte Dinge brauchen. Ja, menschliche Wesen brauchen Zuneigung. Die brauchen einen Sinn, eine Richtung, eine Perspektive für ihr Leben. Sie müssen fertig werden mit der Situation von Leiden und Trauer. Und wir versuchen, das zu geben. Wir streuen es sozusagen aus. Und wenn niemand es trifft, das ist gut. Das wird ausgedrückt in den letzten Abschnitt eines Rituals, das in diesem Haus häufig hier gemacht wird, der siebenfältigen Puja. Da heißt es, so möge auch ich das werden, was alle Wesen erhält, die der ganze Weltraum birgt, solange noch nicht alle in Frieden sind. Vielleicht ist es viel, viel weniger schwierig, erhaben, als wir denken an dieses Level von Dana im Sinne von unbedingtem Helfen heranzukommen. Manchmal kann man das erleben auf Retreats, auf Meditationszeiten. Leute kommen einfach in sehr, sehr verfeinerte, gute, positive Geisteszustände. Man hat das Gefühl, jeder hat so viel Energie, er wartet nur darauf, was davon mitgeben zu können. Er ist einfach glücklich und es macht noch glücklicher, das mitzuteilen. Ja. Also man ist in der Stimmung, in der Geistesverfassung, wo man sozusagen nach Gelegenheiten sucht, ja, diesen inneren Überfluss zu teilen. Und das kann sich sehr simpel ausdrücken. Ich erinnere mich an einen Ordensfreund, mit dem ich ein Zimmer teilte, auf Retreat. Und manchmal setzte er sich einfach zurück und sagte, was für ein gutes Leben. Er genoss das Retreat, er genoss die Zeit und er teilte einfach dieses Gefühl. Und das fand ich sehr inspirierend. Oder gerade bei der Vorbereitung dieses Vortrags gehe ich mit Toni rüber über den Hof und Toni sagt, der ideale Sonntagmorgen für einen Vortrag. Und ja, das stimmt, die Sonne scheint und es hat mich aufgebaut, diesen Vortrag halten zu wollen. Ratnagoshas vierte Stufe von Dana, harmonisieren. Was hier Einsatz findet, ist was sehr Traditionelles, Klassisches in der buddhistischen Lehre, nämlich was man Upaya Kaushalya oder geschickte Mittel nennt. Ein Bodhisattva setzt Methoden, geschickte Mittel ein, um anderen Lebewesen zu helfen, dass die sich entwickeln können. Ja? Also er tut nicht was, um einem unmittelbaren Bedürfnis zu entsprechen, er tut auch nicht irgendwas nur um zu helfen, er tut es mit der Absicht, dass andere bessere Bedingungen vorfinden oder Anstöße bekommen, damit sie sich geistig entwickeln. Da gibt es eine traditionelle Liste, die sogenannten vier Sangraha Vastus. Das sind Praktiken zur Einigung des Sanghas oder der geistigen Gemeinschaft derer, die den geistigen Pfad gehen. Und interessanterweise zu den vier Sangraha Vastus gehört auch zuerst Dana. Also Dana hilft, die geistige Gemeinschaft zu kreieren, zu schaffen. Dann freundliche Rede. Freundliche Rede hilft, eine geistige Gemeinschaft zu kreieren. Dann Gutes tun oder eher im Sinne, andere anhalten, auch Gutes zu tun und ein Beispiel geben. Hier auf dieser Stufe von Dana, des Harmonisierens, ist der wichtigste Antrieb für Dana der Wunsch, die geistige Gemeinschaft, den Sangha, ins Leben zu rufen. Wir wollen spirituelle Prinzipien in die Welt hinaustragen, bekannt machen. Wir wollen andere Leute ermutigen, indem wir zum Beispiel Zuneigung ausdrücken einfach. Wir brauchen nicht zu sagen, hier, das ist Buddhismus und ich erkläre jetzt, wie es geht. Alles, was wir eigentlich tun müssen, ist, großzügig zu sein, freundlich zu sein. Und ja, ein gutes Beispiel zu geben, mit gutem Beispiel vorausgehen.
Denn andere sehen, dass wir das, was wir sagen, ernst nehmen. Das ist die beste Art und Weise, sie einzuladen, mitmachen zu wollen. Wir können einfach Zuneigung ausdrücken. Wir können Aufmerksamkeit geben und wir können das Gute loben. Eine sehr schöne Art, Harmonie zwischen anderen zu stiften, ist, indem man, wenn X was Gutes gesagt hat, also sagen wir, Bodhimitra hat was Freundliches über Dhammaloka gesagt, und ich gehe zu Dhammaloka und sage, das und das hat Bodhimitra wirklich gesagt. Das ist harmoniestiftende Rede. Wenn die beiden einander treffen, die werden ein besseres Gefühl füreinander haben oder ein noch besseres Gefühl. Also auf die Art und Weise kann man andere Leute zusammenbringen. Mit dem Gegenteil kann man auch das Gegenteil erreichen. Also man muss vorsichtig sein. Also Kritik oder Nörgelei und so weiter weiterzutragen, hat einen entzweienden Effekt. Also es liegt an uns, andere Leute zusammenzubringen oder zu entzweien. Der Wunsch, andere Leute dazu zu bewegen, das geistige Leben zu leben, hat zu tun mit vielleicht dem zentralen, dem höchsten Ideal in der buddhistischen Lehre überhaupt, dem sogenannten Bodhisattva-Ideal. Das ist der Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, aber nicht für sich selber, persönlich, sondern zum Wohle aller. Es folgt der Einsicht, dass man eigentlich für sich allein, privat, persönlich, Erleuchtung nicht erlangen kann. Es geht nur in Zusammenarbeit mit anderen. Die fünfte und letzte Stufe von Dana, die Ratnagosha nennt er Spontanität. Auf dieser Stufe ist unsere Großzügigkeit einfach das Natürliche, das Spontane, das Kreative Überfließen eines inneren Reichtums und einer inneren Fülle. Es gibt ein Bild, ein Symbol dafür, das Symbol des goldgelben Bodhisattvas Ratnasambhava. Die Farbe ist nicht ganz so schlecht dafür. Bloß seine Handhaltung, die Handhaltung von Ratnasambhava ist anders. Also Ratnasambhava ist von goldgelber Farbe, wie die Farbe der Ernte, sagt man. Er sitzt im vollen Lotussitz, wie auch diese Figur, und die linke Hand hält einen Schoß, genau wie die. Und in dieser Hand ruht ein Juwel, ja, ein wunderschönes, funkelndes, strahlendes Juwel, das den Reichtum und den Überfluss des erleuchteten Bewusstseins symbolisiert. In der rechten Hand, die er anders hält als diese Figur, die rechte Hand ist ausgestreckt, ja, so nach vorn, die liegt da auf dem rechten Knie nach außen gewandt, ja, zu der Welt ausgestreckt, sozusagen. Das, diese Handgeste, diese Mudra, ist die sogenannte Dana-Mudra, sagt man manchmal, die Mudra des Gebens, die Mudra der Großzügigkeit. Und das ist ein Symbol für das Überfließen dieses inneren Reichtums dieser inneren Fülle in die Welt hinein, als Liebe und als Mitgefühl. Gut, das war Ratnagoshas sehr schöne Liste. Aber wir sind mit dem Thema da noch nicht zu Ende. Kommen wir zurück zu uns. Was ist mit uns? Fühlen wir oft den Impuls zu geben? Und wenn wir ihn fühlen, können wir diesem Impuls nachgeben, ohne dass gleich eine innere Stimme sagt, oh, hat er das verdient? Oder kann ich mir das leisten? Oder, was passiert in uns? Wie oft fühlen wir den Impuls zu geben? Und was hält uns zurück, diesem Impuls nachzugeben? Da habe ich auch ein sehr interessantes Zitat gefunden von Sangharakshita, der Folgendes sagt. Es gibt in der Tat nur ein menschliches Bedürfnis, das befriedigt sein muss, bevor man sich wirksam den Bedürfnissen anderer zuwenden kann. Und das ist kein körperliches oder materielles Bedürfnis, sondern einfach eine Frage von emotionaler Positivität und emotionaler Sicherheit. Wir müssen uns selbst wertschätzen und das Gefühl haben, von anderen geschätzt zu werden. Uns selbst lieben und fühlen, dass wir von anderen geliebt werden. Simpel, ne? Also wir müssen uns selbst mögen, und wir müssen das Gefühl haben, dass andere uns mögen. Dann fällt es uns leicht, ja, uns reich zu fühlen. Dann fällt es uns leicht, zu geben. Aber was können wir tun, uns selber wertzuschätzen, uns selber zu mögen? Und da gibt es eine recht einfache und schnelle Antwort. In diesem Zentrum wird eine Meditationspraktik gelehrt, die sogenannte Metta Bhavana, die Entwicklung liebevoller Freundlichkeit. Und da heißt es, man kann andere Wesen nur wirklich mögen, wenn man sich selbst mag. Ja. Und umgekehrt. Man kann
auch andere, man sich selbst nur wirklich mögen, wenn man andere mag. Also, man beginnt mit der Entwicklung von Metta, von liebevoller Freundlichkeit, bei sich selbst. Auch das ist nicht so leicht. Es gibt verschiedene Methoden, die man anwenden kann, um das Selbstmetta zu stärken. Das Erste, was empfohlen wird, ist, zu versuchen, Verantwortung für sich selbst zu nehmen, ja, für seine eigenen Geisteszustände. Ja. Wenn es mir nicht ganz so gut geht, okay, niemand anderes ist letztlich daran schuld. Ja. Ich bin verantwortlich für meine eigenen Geisteszustände. Vielleicht bin ich durch eine schwierige Sozialisation gegangen. Ja. Aber ich selber kann meine Konditionierung verändern. Also ja, solange ich Schuld zuweise für meine eigenen Umstände, ja, an andere außenstehende Personen, also nicht Verantwortung für mich selbst übernehme, habe ich keine Chance, ja, auch mich selber zu mögen. Also das ist der erste Schritt. Ich muss aktiv was tun. Ich muss mein Geschick in meine eigenen Hände nehmen. Nur das gibt mir überhaupt die Chance, mein Gefühl für mich selber auf eine gesunde Grundlage zu stellen, Selbstvertrauen zu bekommen. Dann, ich muss den Gesamtkontext sehen. Wenn wir uns schlecht fühlen, fühlen wir uns isoliert. Ich, armer, isolierter, kleiner im Rest dieses Universums. Ja, und da draußen ist alles dunkel und feindlich gesinnt. Das ist nicht eigentlich wirklich so. Wir sind in einem Kontext, ja, von Menschen, mit denen wir freundschaftlich verbunden sind. Wenn wir regelmäßig in dieses Haus kommen, zum Beispiel, dann haben wir Kontakt mit vielen Freunden. Seitdem ich mit dem FWBO in Kontakt bin, habe ich Kontakt mit so vielen Leuten gehabt, ja, und so viel freundlichen Kontakt mit Leuten gehabt. Ja. Allein das müsste ausreichen, um mindestens für dieses Leben genügend Selbstvertrauen zu haben, dass ich sage, ja, ich bin okay, weil ja, ich bin eingebunden in dieses Netzwerk von Freundschaften. Also diesen Gesamtkontext sehen, den Gesamtkontext des geistigen Lebens und der tatsächlichen menschlichen Bindung, die man bereits hat. Wenn jemand eine kleine Übung machen möchte, gibt es den Vorschlag, ein Buch anzulegen. Ja, du kannst es nennen, mein Buch des Überflusses. Normalerweise, wenn wir Tagebuch führen, dann kann es so, naja, manchmal ein bisschen problemorientiert werden. Also dieses Buch, ja, soll keine Probleme enthalten. Es wird geraten, man soll hergehen und ein wirklich aufwendiges, teures Notiz- oder Tagebuch zu kaufen. Ja, so teuer, wie man es sich gerade leisten kann. Ja. Gold geprägt. Ja. Und drauf zu schreiben, mein Buch des Überflusses. Und in dieses Buch möge man eintragen, alle positiven Dinge, die es im eigenen Leben gibt. Und für die ersten Eintragungen soll man nicht vor 150 aufhören. Also 150 positive Dinge in meinem Leben. Und dabei zählen auch die allerkleinsten Dinge. Ja? Auch das Kleinste ist okay. Die Eintragungen beginnen immer mit ich habe das, ich habe jenes. Also, alles was positiv ist, klein und groß, in mein Buch des Überflusses. Das kann ein fast nebenher erwähntes Kompliment eines Freundes sein. Das kann der freundliche Gruß vom Postbote sein. Das kann der blaue Himmel sein und der Sonnenschein. Es kann eine Gelegenheit sein, wo ich selber geben durfte. Das kann so etwas Simples sein wie ein neues Kleidungsstück, über das ich mich freue, das ich habe. Es kann eine Reise sein, die ich gemacht habe oder zu machen gedenke. Es kann ein gutes Essen sein, also recht alltägliche Sachen. Die wichtige Funktion dieses Buches des Überflusses ist, man sucht ganz gezielt nach dem Guten im eigenen Leben. Wenn Dana, wenn Großzügigkeit uns schwerfällt, dann müssen wir versuchen, unsere positiven Emotionen zu stärken. Also die regelmäßige Praktik der Metta Bhavana hilft. Das bewusste Entwickeln von Freundschaften hilft. Auch der Genuss schöner Künste hilft. Es gibt noch einen Hinweis, und der ist sehr simpel. Als ich das las, dachte ich ja, selber zurück. Der Hinweis ist, tu etwas. Und wenn ich dieses Wort tu etwas höre, dann sehe ich mich selber sitzen an einem heißen Sonntagnachmittag an den Marktflecken in Goa, in Indien. Ich habe damals recht wilde Zeiten erlebt und ich hing ein bisschen durch.
Und es war ein riesiger Aufwand, unheimliche Mühe, meine 7 Sachen zu nehmen und für ungefähr eine Stunde am Strand entlang zu laufen, um dann mich da hinzusetzen in die Mitte dieses Freak-Marktes in Goa, mein indisches Tuch auszubreiten und ein paar Taschenrechner und Uhren und so weiter da hinzulegen und zu warten, bis jemand mir diese Sachen abkaufte. Das war eine riesen Anstrengung. Ja. Und dann kam dieser wild aussehende indische Sadhu mit einem riesen Bart und diesen vielen Ketten um und er war bis zur Hüfte völlig nackt. Er guckte mich mit lodernden, feurigen Augen an und sagte, very good, do something. Ich glaube, er hatte ein sehr gutes Gefühl dafür, wo ich war an dieser Stelle. Und es war ein guter Rat, ja. Also ich musste einfach aktiv werden, um so aus meinem Selbstmitleid und meinem vielleicht mal ein bisschen rauszukommen. Okay, der Hintergrund für diesen Hinweis, der ist sehr ernst. Er berührt das Gesetz des Karmas. Handeln hat Folgen. Alles, was wir tun, hat Folgen. Ja? Wenn wir nichts tun, das hat auch Folgen. Also, wir bestimmen unsere eigene Zukunft. Wir können nicht unmittelbar manchmal verändern, wenn wir in bestimmten Zuständen sind. Aber mit dem, was wir tun, können wir graduell, langfristig, ja, neue Wege gehen, neue Weichen stellen. Und dieses Gesetz des Karmas kann man in diesem Sinne für sich positiv ausnutzen. Ja? Es geht mir schlecht, ich weiß nicht, was ich tun will, ich fühle mich gelangweilt. Dado Rinpoche, einer der tibetischen Lehrer von Sangharakshita, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, tu was für andere. Und das ist ein guter Hinweis. Okay, aber wir haben erst die eine Hälfte der Gründe, warum wir es manchmal schwer finden zu geben, handelt, nämlich, dass wir uns selbst wertschätzen müssen. Die andere Hälfte ist, dass wir das Gefühl brauchen, von anderen geliebt zu werden. Manchmal denken wir, nein, nein, das kann ich nicht einfordern. Die müssen von allein merken, dass ich liebenswert bin. Was können wir tun, um das Gefühl zu haben, von anderen geschätzt zu werden? Wir müssen ihnen zuhören. Ja, die sagen vielleicht, Toni, du bist ein fantastischer Koch. Toni weiß, dass er ein fantastischer Koch ist. Ja. Er kocht gerne und ständig. Und er denkt, vielleicht denkt er, naja, das ist nichts Besonderes. Ich weiß, dass ich ein guter Koch bin. Ich habe es nur als Beispiel genommen. Du weißt auch deine eigenen Stärken. Und viele Leute machen dir Komplimente über deine Stärken. Und du denkst, das ist nichts Besonderes. Aber damit drücken sie ihre Wertschätzung aus. Ja? In einem Bereich, ja, den du einfach übersiehst. Also, hör anderen Leuten zu, ja, und nimm ernst, was sie sagen. Nimm es als Grundlage für ein gutes Gefühl für dich selbst. Man darf auch nachfragen. Es gibt eine kleine Anekdote von Sangharakshita, der lebt in Padmaloka in England, in einer Wohngemeinschaft, und eines Morgens saß sie am Frühstück so, und die Konversation ging über alles Mögliche. Am Vorabend hatte Sangharakshita einen großen öffentlichen Vortrag gehalten, wo hunderte von Leuten waren. Und dann stellte er einfach die Frage in die Runde, wie habt ihr meinen Vortrag gestern Abend gefunden? Oh, Wante, dein Vortrag war wirklich gut gestern Abend. Klasse, ganz große Klasse. Und dann begann er über den Vortrag zu reden und ihn zu loben. Also es ist okay, nachzufragen, wenn man sich unsicher fühlt. Es ist okay, andere um Unterstützung, um emotionale Unterstützung zu bitten. Und Freunde, gute Freunde sollten das Gefühl, das Fingerspitzengefühl dafür haben, wenn du es brauchst. Also, frag nach. Bitte andere dich wertzuschätzen. Dein Bedürfnis ist ihre Chance. Dann, man kann das Gute loben an anderen. Das ist eine wichtige buddhistische Praktik. Das Gute loben. Ja. Man sagt anderen, was man an ihnen gut findet. Das darf noch so künstlich sein. Das macht nichts. Das darf noch so gedrechselt am Anfang sein. Ja. Wichtig ist, man macht einen Anfang und man wird lockerer und selbstverständlicher und flüssiger damit. Ja. Das hat einen unglaublich positiven Effekt auf die Atmosphäre, auf die Beziehung untereinander. Und das Schöne ist, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es heraus. Ja. Wenn du anfängst mit einer Kultur von Lob des Guten, die etablierst, dann kommt es irgendwann noch so auf dich zurück und andere greifen den Ball auf. Und auf die Art und Weise hörst du, dass du geschätzt wirst. Und auch hier wieder in diesem Bereich, wo es darum geht, werde ich von anderen geschätzt. Tu was. Wenn man selber was tut, ja, das wird von anderen geschätzt. Also, ich habe mit Freude gesehen, dass Bodhimitra, der manchmal tagelang allein hier arbeitet im Zentrum, um die letzten
Handgriffe, dem letzten Schliff zu geben, dass er immer noch mal Hilfe kriegt. Dass Peter während ein paar freier Tage in der letzten Woche seine Arbeitsklamotten angezogen hat und Bodhimitra, ja, 2 oder 3 Tage geholfen hat. Das mag dir vielleicht niemand gesagt haben, Peter, aber ich habe es bemerkt und ich schätze das. Das nächste kleine Unterthema, was ich mir gewählt habe, hat sehr viel zu tun mit diesem Zentrum. Es hat auch zu tun mit dem heutigen Tag. Heute haben wir einen Dana-Tag. Es gibt in diesem Zentrum die sogenannte Dana-Gesellschaft. Was ist das? Also Vorträge wie diese waren schon immer auf Dana-Marktbasis. Also wir haben vielleicht um Spenden gebeten, aber es gab keine Unkostenbeiträge. Aber in früheren Jahren waren Abendveranstaltungen, wir nennen sie Klassen, oder Wochenendveranstaltungen oder Meditationszeiten, alle Veranstaltungen in diesem Hause, für die haben wir um Unkostenbeitrag gebeten. Seit April 1994, also knapp 2 Jahre, gibt es die Dana-Gesellschaft, die versucht, ja, nach dem Motto zu funktionieren, gib, was du kannst und nimm, was du brauchst. Das bedeutet auch, nimm wirklich, wenn du brauchst. Ja. Wenn du keinen Pfennig Geld hast und du möchtest Meditation lernen, dann bist du sehr herzlich eingeladen, in dieses Zentrum zu kommen, um Meditation zu lernen. Ja. Ohne einen Pfennig Geld dafür hinzulegen. Es ist wichtiger, dass Leute Meditation lernen, als dass sie diese 10 oder 12 Mark haben, die so einen Unkostenbeitrag ausmachen. Ja. Langfristig ist es eine viel, viel bessere Investition. Ja. Also nimm, was du brauchst, aber auch gib, was du kannst. Wenn du kein Geld geben kannst, und Geld ist immer wichtig, ja, machen wir uns nichts drüber vor, wir brauchen Geld, es kostet Geld, dieses Haus. Gib, was du kannst. Es gibt so viele Formen, Arten und Weisen zu geben in diesem Haus. Ich werde gleich ein bisschen mehr darüber sagen, was in diesem Haus alles gegeben wird, so ganz regelmäßig, um uns eine Idee zu geben. Die Dana-Gesellschaft hat mittlerweile, glaube ich, 80 oder mehr Mitglieder, mehr als 80 Mitglieder. Das bedeutet, hier haben sich Leute zusammengefunden, die sagen, okay, wir versuchen dieses Projekt Meditationshaus Essen zu unterstützen, nach unserem besten Vermögen. Ja. Und wir fühlen uns gemeinsam verantwortlich dafür. Wir geben, was wir können, um dieses Zentrum möglich zu machen. Am Anfang bedeutete es, ja, zu sagen, okay, es kostet nichts mehr. Bitte werdet Mitglied in der Dana-Gesellschaft. Und überweist uns regelmäßig einen Betrag so nach eurem Gutdünken. Das war ein gewisses Risiko. Aber das Interessante ist, die regelmäßigen monatlichen Überweisungen, die seitdem kommen und wo die Mitglieder das bestätigen können als Schatzmeister, die bringen sogar etwas mehr Einkünfte als vorher, die Unkostenbeiträge. Und das ist eigentlich eine fantastische Sache, ein unglaubliches Experiment, oder? Ja, da gibt es was, was nicht nach dem Austauschprinzip funktioniert und es funktioniert besser als ein altes System. Okay, ich habe mir die Mühe gemacht, mich herzusetzen und es war nicht keine Mühe, es war ein Vergnügen, es war eine gute spirituelle Praktik für mich zu überlegen, was in diesem Haus alles gegeben wird. So viele Leute geben Zeit, Energie, Sorgfalt, Wissen, harte körperliche Arbeit, geistige Arbeit an dieses Zentrum. Da gibt es unser Sekretariat, ja, viele Briefe und Buchungen, die beantwortet werden müssen und Sachen, die ja organisiert werden müssen. In dem Sekretariat arbeiten Lisa und Antje und Jai Chitta. Dann gibt es unseren Buchladen, auch darum müssen sich Leute kümmern, Ulla und Andrea. Dann gibt es das sogenannte Virya-Kula-Team. Virya bedeutet Energie, also Männer, die ihr Energie reinstecken, um ja das Haus in Stand zu halten und umzubauen. Das waren 2 Riesenprojekte in den letzten beiden Jahren. Und zum Virya-Kula-Team gehören Peter, Thomas, Harald, Horst, Bodhimitra. Dann, was meine höchste Hochachtung hat, weil ich es selber nicht gerne tue, Leute, die sich um Buchhaltung kümmern, ja, die vor Zahlenkolonnen sitzen, nur damit dieses Haus funktionieren kann. Dann gibt es Max und Roland und wieder Bodhimitra. Dann, was im Augenblick noch nicht so sehr zu sehen ist, aber was ein schönes Element seit dem letzten Jahr in diesem Zentrum ist, das ist das Grün im Hof. Und ich weiß, wie viele Stunden Thomas da reingesteckt hat, um das schön zu machen. Und was für knochenharte Arbeit war, dieses Beet anzulegen, wobei Bonno und Jörg beteiligt waren. Dann, unser Programm muss gestaltet werden. Früher 3-mal im Jahr, glücklicherweise jetzt nur noch 2-mal im Jahr. Daran sind beteiligt, oder das machen, Peter und Steven. Ihr hört, einige Namen kommen immer wieder vor. Dann der Schrein.
Um den muss man sich kümmern, da müssen frische Blumen und da geht eine Menge Liebe und Aufmerksamkeit rein. Und das tut über Jahre, denke ich schon, Christiane Busch und seit kurzem auch Inge Nielsen. Dann etwas, was man eigentlich nicht genug herausheben und loben kann, ist, dreimal in der Woche gibt es hier Yoga und Yoga wird geleitet. Alle Yoga-Veranstaltungen werden geleitet von Gabi Mütz. Und das allermeiste der Einkünfte, die dadurch erwirtschaftet werden, fließen dem Zentrum zu. Das ist Dana von Gabi. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil des Einkommens, des finanziellen Einkommens, was für dieses Zentrum erwirtschaftet wird. Dann gibt es eine Zeitungsredaktion seit neuestem, in der sind Martin, Marlene, Alexander, Thomas und Harald. Und es gibt viele Helfer vor Klassen, die diese Gallonen von Tee jedes Mal kochen. Und unsere Klassen sind manchmal groß. Die brauchen eine Menge Tee und Kaffee. Zu denen gehören Gerald und Michael Bischoff. Dann gibt es, was wir die Klassenteams nennen. Das sind also Gruppen von Leuten, die sich eine Stunde vor der Veranstaltung treffen und die Veranstaltung vorbereiten. Da sind drin Bettina und Ingrid, die gerade im Augenblick in Indien schwitzen. Dann Christa Becker und Christine Ganzel, Roland und viele, viele andere. Und das wechselt auch immer. Dann gibt es ein sogenanntes Publikationstreffen. Das ist eine lange Liste, ne? Da gibt es ein Publikationstreffen mit Sabine, Wilfried, Rolf Hagemeyer, Prasad Avanti, die gar nicht in Essen lebt, und Arno, Harald und Olaf und anderen. Und last but not least gibt es die Ordensmitglieder. Es gibt die Dharma Charinis, die weiblichen Ordensmitglieder. Jayaprabha, sie ist Mitglied des Core-Teams, also eines Teams von Ordensmitgliedern, die sich eigentlich verantwortlich fühlen für ja, den Betrieb dieses Zentrums. Jayaprabha leitet Studiengruppen und Klassen. Sie ist sehr aktiv in ihrer WG. Da gibt es viele persönliche Kommunikation, die viele Stunden braucht. Und ja, sie pflegt Freundschaften. Dann gibt es Jaya Chitta, sie hatte ähnliche Funktionen. Core-Team, Studiengruppen, Klassen, WG, persönliche Kommunikation, Freundschaft, Sekretariat. Und sie ist auch verantwortlich für ein nicht so kleines Projekt, nämlich unser Meditationshaus in Kyhude. Dann gibt es Kulanandi, sie ist sogenannter Mitra-Convener für Frauen. Also sie ist zuständig für weibliche Mitras. Das ist ein großer Job, weil die Mitras sind sehr weit verbreitet über ganz Deutschland. Sie hatte eine WG ins Leben gerufen, dass sie auch ein bisschen Arbeit gemacht hat. Mit Ulla, Elena, Astrid und sie macht viele Veranstaltungen. Die Dharma Charinis sind eine wichtige Kraft. Ja. Sie geben sehr viel in ja, unserem FWBO-Zirkel, in unserem Mandala. Dann gibt es die Dharma Charis, die männlichen Ordensmitglieder. Bodhimitra, ich nenne ihn den Held des Zentrums Umbaus. Ja. Er hat seit 2 Jahren mit wenigen Unterbrechungen kaum was anderes gemacht als Zentrumsumbau. Ja. Und das ist manchmal sehr, sehr hart gewesen. Das bedeutet nicht nur, das alles zu tun, sondern auch die Leute, die helfen, dazu einzuladen, anzuleiten, zu organisieren. Und das hat manchmal eine Menge Stress gegeben. Ja. Der ganze Zentrumsumbau vom Dach bis zum Keller ist sein Konzept und seine Umsetzung. Und die beiden großen Bauphasen waren etwas, was diesem Zentrum auch eine Menge an Impulsen gegeben hat. Ja. Dann habe ich mir aufgeschrieben, er hat seine Finger in fast allem. Ja, wenn es irgendwo Teams, Meetings, Klassen, Veranstaltungen, Verantwortlichkeiten gibt, irgendwo baut Bodhimitras ein in seinen ohnehin unglaublich vollen Tagesplan. Ja. Heute früh, als ich hierher kam, um ein paar Bücher aus der Bibliothek zu holen, der war da und arbeitete, Bodhimitra. Wahrscheinlich abends nach der Klasse findet man ihn ja auch. Bodhimitra ist nicht zuletzt auch Schatzmeister, eine ganz wichtige Funktion für dieses Zentrum, damit wir wissen, wo wir finanziell sind. Dhammaloka, auch ihm habe ich einen Titel gegeben, ich weiß nicht, ob er den mag, aber ich sage ihn trotzdem. Ich habe ihn genannt den Anathapindika des deutschen FWBO. Anathapindika ist eine buddhistische Figur, ein reicher Kaufmann, der inspiriert von der Lehre des Buddhas einen großen Park des Königs auf der Stelle gekauft hat und gesagt hat, okay, ich kaufe den für den Buddha. Und da sagt der König dann Preis, du musst die ganze Fläche dieses Parkes bedecken mit Goldstücken. Und Anathapindika ist hingegangen, hat es gemacht. Er hat den Park gekauft. Weil das war das, was der Buddha brauchte. Das war seine Vision, er hat es getan. Dhammaloka hat, ich glaube, 6 oder mehr Jahre im Bereich von Management-Training gearbeitet.
hartes Berufsfeld. Ich habe ein bisschen auch da dilettiert, ich kann es sagen. Er hat viele, viele Gesprächsführungsseminare beim RWE gemacht, um dieses Haus zu finanzieren. Ja. Er hat die Finanzmittel zum Kauf dieses Zentrums und des Vorderhauses auf die Art und Weise erwirtschaftet. Manchmal auf eine sehr isolierte Art und Weise, allein in irgendeinem Hotel, in irgendeiner Stadt in Deutschland. Und ja, jetzt ist er dabei, diese Gebäude dem FWO zu schenken. Dhammapriya ist Vorsitzender dieses Zentrums, Chairman, wie man in England sagt. Er hat keinen Titel, er hält alles zusammen. Ja. Und das ist eine Riesenaufgabe. Ja. So viele verschiedene Temperamente, so viele verschiedene Wünsche, so viele verschiedene Personen, Neigungen und so weiter zusammenzuhalten, alle unter einen Hut zu kriegen. Und nicht nur das, dabei auch eine eigene Vision zu verfolgen. Ja, weil einer muss die Vision dieses Zentrums haben. Und seine Vision eines lebendigen und expandierenden Dharma-Zentrums, Meditationshauses, hat sich über die letzten Jahre, finde ich, sehr, sehr prächtig entfaltet. Was viele wissen, aber manchmal nicht hoch genug bewerten, ist die Tatsache, dass Dhammapriya ein sehr gefragter Yogalehrer ist. Ja, er ist nicht nur irgendein Yogalehrer. Ja, er könnte mit seiner Erfahrung, mit den Verbindungen, die er hat. Ja, ich habe meine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Sicherlich so ein großes Yoga-Lehrer-Schulungszentrum in der Toskana haben können. Ja, er müsste nicht hier sitzen als Vorsitzender dieses Zentrums und sich mit unseren Problemen rumschlagen. Aber nein, er hat sich hierfür entschieden und deshalb gibt es auch dieses Zentrum. Okay, für all diejenigen, die ich nicht erwähnt habe in dieser Liste, möchte ich jetzt eine extra Spalte einräumen und die alle noch mit einschließen. Ja, es gibt noch viele mehr, die ständig durch ihr Dana, durch ihr Geben dieses Zentrum möglich machen. Mein letzter Untertitel. Dana als Weg spiritueller Entwicklung. Dhammapriya erwähnte vor Beginn dieses Vortrags in seiner Einführung, dass wir eine Serie von Vorträgen machen über die sogenannten sechs Paramitas, die sogenannten sechs Vollkommenheiten, die ein Bodhisattva übt. Dana, Großzügigkeit oder Geben, Shila, Ethik, Kshanti, Geduld, Virya, Energie oder Tatkraft, Dhyana, Meditation und Prajna, Weisheit. In der ersten Jahreshälfte werden die ersten drei dieser Paramitas behandelt und die anderen drei dann später im Jahr. Diese sechs Vollkommenheiten sind der Gegenstand dessen, was ein Bodhisattva zu erreichen versucht. Er versucht Vollkommenheit in diesen Bereichen zu entwickeln. Und Dana, die erste der Vollkommenheiten, Freigebigkeit, Geben, Großzügigkeit, stellt einen sehr praktischen, altruistischen Aspekt der Laufbahn eines Bodhisattvas dar. Viele, die länger zu uns kommen, werden wissen, dass wir die sogenannten fünf ethischen Vorsätze rezitieren, auch zu praktizieren versuchen. Die haben eine negative Formulierung, eine positive Formulierung. Es geht darum, Gewalttätigkeit zu vermeiden und Freundlichkeit zu kultivieren. Das ist der erste Vorsatz. Der zweite Vorsatz ist, man versucht, nichts Nichtgegebenes zu nehmen, also keinen fremden Besitz sich anzueignen, ganz grob gesagt. Und um das zu erreichen, versucht man positiv Großzügigkeit zu kultivieren. In den folgenden Vorsätzen geht es um die Entwicklung von Zufriedenheit, Wahrhaftigkeit und Achtsamkeit. Aber der zweite ethische Vorsatz geht direkt um die Entwicklung von Großzügigkeit. Also Dana oder Großzügigkeit ist ein ethisches Prinzip, mit dem man sich selber sehr, sehr profund geistig verwandeln kann. Mit großmütiger Hingabe läutere ich meinen Körper, wird es rezitiert. Indem ich großzügig bin, benutze ich ein Gegenmittel, steuere ich gegen Tendenzen in mir von etwas mir aneignen zu wollen, etwas besitzen zu wollen. Gewöhnlicherweise haben wir eine Grundhaltung von Angenehmes ergreifen zu wollen, haben wollen, verlangen, in Besitz nehmen. Indem man Großzügigkeit übt, schwächt man diese Tendenzen in sich. In der Tat will der Bodhisattva diese Grundtendenzen von ergreifen, haben, verlangen, in Besitz nehmen, umkehren. Dana ist die erste und wichtigste Praktik für jemanden, der das geistige Leben führen will.
Der Bodhisattva ist der Freigebige, der Geber par excellence. Nicht notwendigerweise nur Besitz, nur materielle Dinge, die er gibt. Ein amerikanischer Schriftsteller, ich glaube dieses Jahrhundert, Walt Whitman, letztes Jahrhundert, sagt, wenn ich gebe, gebe ich mich selbst. Ich finde seine Gedichte nicht leicht zu lesen, aber wenn jemand des Englischen sehr mächtig ist, ich kann sie empfehlen. Es ist ein sehr außergewöhnlicher Mensch, der aber die Fülle seines Menschseins, seines inneren Reichtums hat ausdrücken können im, ja, das muss letztes Jahrhundert gewesen sein, im amerikanischen Bürgerkrieg. Was hat er sich um verwundete Soldaten auf beiden Seiten gekümmert? Und sein Tagebuch ist so voll von unglaublicher Zuneigung und Freundlichkeit. Also, wenn er sich gibt, gibt er sich selbst, sagt er. Der Bodhisattva gibt sich selbst, immer wieder und an alle. Sangharakshita beschreibt Dana unter verschiedenen Gesichtspunkten. Erstens, an wen Dana gegeben wird. Zweitens, was tatsächlich gegeben wird. Drittens, wie man gibt. Und viertens, warum gegeben wird. Und nachdem ich diese Punkte untersucht habe, werde ich bald zum Abschluss kommen. Also, erstens, an wen Dana gegeben wird. Zuerst an die Menschen, mit denen wir im unmittelbaren Kontakt sind. An die eigenen Freunde und Verwandten. Ja? Leute, mit denen wir zusammenleben, die wir kennen, mit denen wir viel Kontakt pflegen. Das sind die Ersten, die unsere Großzügigkeit brauchen. Ja? Die Wohlfahrt beginnt zu Hause, heißt es irgendwo. So häufig nehmen wir an, dass für Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung besorgt ist, dass es denen gut geht. Und wir gucken nicht mehr wirklich genau genug hin. Das ist eine Gefahr. Ja. Dass man übersieht, was es an Bedürftigkeit gibt unter unseren Augen unmittelbar. Dann traditionellerweise gibt man an Arme, Kranke, an die Hilflosen. In Indien ist das interessant, weil man sieht so viel mehr Bettler überall. Ist auch interessant zu sehen, so, ja, wenn man zum 25. Mal um ein paar Rupies gebeten wird, so wie es immer schwerer wird. In buddhistischen Ländern geht man traditionellerweise nicht nur an Menschen, sondern auch an Tiere. Eine kleine Geschichte, an die ich mich erinnere. Ich war häufig und für längere Zeit zu Gast im sogenannten burmesischen Lodge, eine sehr einfache Unterkunft für burmesische Pilger in Kandy. Es gab so eine kleine WG, einen alten, sehr, sehr strahlenden burmesischen Mönch, der war umgeben von so einem Dutzend von Jungs, würde ich mal sagen, die so mit Begeisterung ihm halfen und das Haus betrieben. Und da gab es nicht nur die WG, die Jungs und den alten burmesischen strahlenden Mönch, sondern es gab auch viele, viele Tiere. Ja. Es gab eine ganze Menge Katzen, die offensichtlich irgendwann sich da eingefunden hatten und da in den Haushalt aufgenommen wurden. Es gab immer mindestens ein, zwei oder drei Hunde. Dann gab es einen sehr schönen großen Hund. Als ich nach einiger Zeit mal wieder besuchte, erzählten sie mir, oh, der Hund hätte sie eine Menge Geld gekostet. Ja, wieso denn das? Der ist unter das Auto gekommen. Ja, er war unter das Auto gekommen und ihm ging es wirklich schlecht. Und dann haben die alle wirklich tief in die Tasche gegriffen, um diesen Hund wieder herstellen zu lassen, um ihn operieren zu lassen. Ja. Das hat ihnen eine Menge Geld gekostet und die hatten selber nichts. Die wussten häufig nicht, so das nächste Geld herkam. Aber das hat mich beeindruckt, ja. Die haben so alles gegeben, um diesen hergelaufenen Hund, der so bei ihnen so untergekommen war, wiederherstellen zu lassen. Fand ich ja begeisternd. Bei meiner Lektüre gestern ist mir auch aufgefallen, wurde irgendwo gesagt, dass Reisende es immer auffällig fanden, wie zahm auch die wilden Tiere in buddhistischen Ländern seien. Also, an wen wird gegeben? Auch an Tiere. Und traditionellerweise betont man auch, man möge geben an alle, die ein geistiges Leben verfolgen. Ja, das ist eine gute Richtung, in die man geben kann. Leute, die religiös oder auch künstlerisch ambitioniert sind, die soll man unterstützen, weil das ist wertvoll für alle. Aber, und das wird auch hinzugefügt, man soll sich sehr davor hüten, damit keine Erwartungen zu verknüpfen. Ja, also man gibt, aber ohne Zwang zur Konformität. Man gibt und überlässt dem anderen, was er wirklich mit dem Gegebenen tut, wie er es verwendet. Ja. Er ist frei, damit zu tun, was er oder sie will. Das ist ganz, ganz wichtig. Was wird gegeben?
Alles, was man besitzen kann, kann man geben. Materielle Dinge. Das Wichtigste unter allen materiellen Dingen, was wir brauchen, ist vielleicht Nahrung, Essen. Ja. Und auch das wird manchmal in großen Stil gepflegt in buddhistischen Ländern. Also man gibt, man füttert, man erhält Leben. Ja. Dadurch, dass man füttert und gibt, drückt man seine Wertschätzung für Leben generell und grundsätzlich aus. Ich habe immer wieder Inspiration gesehen, wie an Tiere gegeben wird. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ein Mönch auf der Insel Einsiedelei in Südceylon die Reste seines Essens, das waren so Weißbrot, was er nicht mehr essen konnte, er ist runtergegangen zur Lagune und hat einfach das Brot ins Wasser gehalten und so mit Faszination gesehen, wie die Fische so daran gingen und das Brot fraßen. Das scheint Teil des Lebens zu sein, sehr viel selbstverständlicher als hier. Also man gibt materielle Dinge, Kleidung, Nahrung. Da gibt eine Geschichte, die finde ich so schön, die muss ich einflechten, wo es um materielle Dinge geht. Eines Tages kommt der Buddha nach langer Fußwanderung an in einem Dorf und es beginnt zu regnen. Und seine Begleiter wissen nicht, wie man ihm den alten, gebrechlichen Mann vor dem Regen schützen soll. Und er sagt einfach, geht ins nächste Dorf und nimmt das Dach von dem Haushälter XY und bringt es her. Die Hütten sind so leicht gebaut, man kann so diese ganzen Palmlöcher abnehmen und wegtragen. Die sind auch nicht sehr groß. Also die gehen her, nehmen das Dach, bringen es zum Buddha und der schläft bequem die Nacht darüber. Am nächsten Morgen kommt der Haushälter und sagt, es war so eine Freude, als ich hörte, dass der Buddha mein Dach genommen hat. Ja, es zeigt, dass er Vertrauen in mich hat. Also was der Buddha da gegeben hat, war sehr Subtiles. Ne? Er sagte dann zu seinen Schülern, dieser Haushälter ist geistig sehr weit entwickelt, er ist nicht Wiederkehrer. Er empfand es als Ausdruck von unglaublichem Vertrauen, dass sich sein Freund einfach an seinem Besitz bedient hat, weil er es brauchte. Ja. War das sicherlich eine sehr hohe Form von Geben, die Chance an andere zu geben. Zweitens, was wird gegeben? Furchtlosigkeit oder Selbstvertrauen oder Mut? Manchmal sieht man Buddha-Figuren mit einer solchen Handhaltung. Das ist die sogenannte Abhaya Mudra, also das Geben von Furchtlosigkeit. Das ist ziemlich eigenartig. Wie kann man Furchtlosigkeit geben? Wie kann ich jemandem helfen, zu entspannen? Wiederum, das ist auch, glaube ich, eine Frage von geschickten Mitteln, von Kommunikation. Ja, eine Umgebung schaffen, in der man relaxen, wirklich reden kann, wirklich aufeinander eingehen kann, ohne Furcht, ohne Angst. Und das Wichtigste dabei ist, einfach derjenige, der selber ohne Furcht und Angst ist, was dir zugegen ist. Also in Kontakt mit jemandem zu sein, jemanden in seiner Mitte zu haben, der einfach furchtlos ist, der er selbst ist, ja, in sich selber ist schon das Geschenk von Furchtlosigkeit. Also ein Buddha in seiner Mitte zu haben, ist ein großes Geschenk. Es hilft einem einfach zu relaxen. Aber der muss nicht vielleicht persönlich in unserer Mitte sein, der kann aber in unserer Vorstellung in unserer Mitte sein. Und es hat vielleicht einen ähnlichen Effekt. Dann kann man geben Bildung und Kultur. Das Geschenk von Wissen. Wir können es wirklich als Menschen operieren, wenn wir unsere Zivilisation, unsere Kultur aufgenommen, verarbeitet haben und damit umgehen können. Ja? Jemand, der überhaupt nicht gebildet ist, der kann sich nicht bewegen in der Welt. Also das ist wichtig. Viertens, was gegeben wird, Leben und Gesundheit. In kommunistischen Ländern, in islamischen Ländern, ich weiß nicht, vielleicht in katholischen Ländern, könnten wir es sehr schwierig haben, so ein Treffen wie dieses heute zu haben, wo ich über Buddhismus rede. Vielleicht in manchen Ländern würde man das mit dem Leben büßen. Ich weiß, dass in Malaysia nicht erlaubt ist, für den Buddhismus öffentlich zu werben. Ja, das ist, steht unter Strafe. Das heißt, der Bodhisattva ist darauf vorbereitet, sogar in solche Situationen hineinzugehen und diese Risiken aufzugehen. Vielleicht aus dem Untergrund heraus zu arbeiten, um den Dharma zu verbreiten. Also unsere anfängliche Geschichte mit der Tigerin soll diese Bereitschaft illustrieren, so weit zu gehen. Es gibt ein Ordensmitglied, der heißt Vajraketu. Der ist heute Chairman, Vorsitzender von einem wichtigen FWBO-Business, Windhorse Trading. Ich habe diese Geschichte nur aus zweiter Hand, aber nichtsdestotrotz
ist es, glaube ich, sehr wert, erzählt zu werden. Vajraketu hat im Anfang der 80er Jahre in Bombay gelebt, in Indien. Und er war sehr begeistert als junges Ordensmitglied. Er wollte den Dharma in Indien verbreiten. Und in Indien ist es nicht so, dass man so lange dafür sorgen muss, dass Leute kommen zu Vorträgen. Das geht ziemlich leicht. Man macht ein sogenanntes Programm, dann wird eine Sackgasse oder ein Straßenstück einfach abgeteilt und Leute kommen, bringen vielleicht ihr Stück Sacklein mit, legen es auf den Boden und das sind die Sitzgelegenheiten. Und vorne wird eine Bühne improvisiert, ein paar Lautsprecher und dann geht's los mit dem Programm. Also solche Programme, manchmal so in der Straße, in irgendwelchen Hinterhöfen, ja, in provisorischen Umständen, hat Vajraketu gemacht, zusammen mit einem indischen Ordensmitglied in Bombay. Und Bombay ist groß, ja, ist riesig groß. Es gibt unheimlich viele Leute dort. Und jeden Abend tauchten unheimlich viele Leute zu seinen Vorträgen auf. Ne? Hunderte von Leuten, jeden Abend. Ne? Und er hatte nicht die Zeit, zurück nach Hause in seine WG zu kommen. Also, was er häufig machte, die schliefen einfach in der Straße, es war warm genug, am nächsten Morgen im öffentlichen Wasser, haben sich gewaschen, was gegessen und weiter ging es zum nächsten Programm. Tag ein, Tag aus, so hat er gelebt. Irre. Aber irgendwann sank es langsam ein bei ihm. Selbst wenn er ein ganzes Leben lang jeden Abend 1000 Menschen erreichen würde, er würde sein Leben lang brauchen, um nicht nur einen Bruchteil der Menschen nur einmal zu sehen. Also das war nicht die effektivste Art und Weise, zu versuchen, den Dharma zu verbreiten. Dann kriegt er Schwierigkeiten mit seinem Visum und das kam vielleicht auch ganz gelegen. Er kam zurück nach England und da wurde jemand gesucht, der Einstieg in verantwortlicher Stelle bei Windhorst Trading. Ein Geschenkartikel Großhandel. Und er hat gesagt, okay, ich mache es. Ja, was in Indien wirklich gebraucht wird, ist Geld. Geld, damit andere Leute die Ausbildung kriegen, um den Dharma zu verbreiten. Also er hat aufgehört, selber unterrichten und lehren zu wollen, aber hat anderen angefangen, die Chance zu geben, ja, in seine Fußstapfen zu treten. Ja, und das ist die viel effektivere Art und Weise, es zu tun. Er hat einfach gefragt, was wird gebraucht, was ist die effektivste Methode, und er hat es getan. Fantastischer Geist, finde ich. In diesem Sinne geben diese Leute auch ihr Leben. Die sagen, ist egal, ob ich in Indien durch die Straßen gehe oder in Cambridge hinterm Computer sitze oder in Manchester bei einer Geschenkartikelmesse bin. Wenn das Richtige ist, dann tue ich das. Was kann noch gegeben werden? Das Geben von Verdiensten haben wir schon erwähnt. Eine sehr beliebte Idee im Theravada-Buddhismus. Das bedeutet, man sollte seinen Tugenden und Verdiensten nicht anhängen, nicht denken, ah, ich habe so viel gegeben, so viel 1000 Mark im letzten Jahr. Oder ich mache dies oder jenes und man hängt es sich sozusagen als Tugend um. Ja. Bei dem Abgeben von Verdiensten will man sich lösen, davon sein Ego aufzubauen, durch das, was man gegeben hat. Das ist wieder der Versuch, die Tendenz für sich haben zu wollen, umzukehren. Und es ist eine sehr traditionelle Gepflogenheit, dass man jede Meditationspraktik, jede geistige Übung im Buddhismus abschließt mit einer Formel, mit einer Formulierung der Abgabe von Verdiensten. Sagt, okay, ich will die Verdienste aus dieser Meditation nicht für mich haben, sie möge allen zugute kommen. Ja. Und in dieser Weise übt man, ja, den eigenen Verdiensten nicht anzuhängen. Und das Fantastische ist, indem man das tut, kriegt man eigentlich noch mehr Verdienste. Also, am Ende unserer siebenfältigen Puja haben wir die Abgabe von Verdiensten und Selbsthingabe. Der letzte Punkt dessen, was man geben kann, Dharma-Dana, das Geschenk des Dharmas, das Geschenk der buddhistischen Lehre, des spirituellen Weges zur eigenen Befreiung. Ja. Dharma-Dana wird als das höchste aller Geschenke angesehen. Ja. Selbst wenn ich ein materiell wohlbestelltes, angenehmes, bequemes, menschliches Leben habe, das in sich ist eigentlich nichts wert, weil ich kann das alles wieder verlieren. Nur wenn ich den Daseinskreislauf endgültig transzendiere, wenn ich Erleuchtung erlange, ja, das ist ein lohnenswertes Ziel. Und deshalb ist das Geben der Lehre, die dahin führt, das Allerhöchste. Dharma Dana, das Geschenk des Dharmas, ist die traditionelle Pflicht von Mönchen und Lamas. Der nächste Punkt von Sangharakshita. Wie sollte man geben? Höflich, freundlich, glücklich, mit einem Lächeln auf den Lippen und schnell. Ohne späteres Bedauern. Ohne zu dritten darüber zu sprechen. An Freund und Feind,
Gute und Böse gleichermaßen. Man sollte geben, überall und zu jeder Zeit. Aber man sollte beachten, dass es angemessen ist, dass es sich nach wirklichen Bedürfnissen richtet und nicht nur, ja, widerstandslos dem Verlangen von außen nachzugeben. Ich könnte viel mehr darüber sagen, aber ich will ein bisschen aufs Tempo drücken. Viertens und letztens, warum soll man geben? Man sollte nicht geben, um einen guten Ruf zu erlangen. Das ist nur ausgerichtet an dem Wunsch nach Wichtigkeit meiner Person. Man sollte geben, um selbst geistig zu wachsen. Also derjenige, der gibt, tut sich selber den allergrößten Gefallen. Ein Ergebnis von Dana ist das Überwinden von Verlangen, sodass man dem Ziel des Bodhisattvas, Erleuchtung zum Wohle aller, sehr konkret näher kommt. Ein solches Geben ist Dana Paramita, die Perfektion von Geben. Genau genommen sollte man nur von einer zentralen Vollkommenheit, nämlich Paramita, reden. Und das ist Prajna Paramita, Vollkommenheit der Weisheit. Weisheit im Sinne von direkter Einsicht in Wirklichkeit, Leere, Shunyata. Also Dana Paramita bedeutet Dana im Zusammenspiel mit der Erfahrung von Wirklichkeit. Dana Paramita wird technisch oft als der dreifache Kreis von Läuterung bezeichnet. Und das stammt aus dem Diamant-Sutra. Der dreifache Kreis ist, es gibt weder Subjekt noch Objekt, noch Handlung. Es gibt keinen Gedanken, eine Handlung des Gebens, noch eines Ichs, das gibt, noch eines Empfängers. Das ist Dana Paramita. Also es gibt Geben, aber es gibt keinen Gedanken vom Geben. Es gibt jemanden, der gibt, aber der ist sich dessen nicht bewusst. Es gibt jemanden, der beschenkt wird, aber auch der wird eigentlich nicht als solcher isoliert wahrgenommen. Ich möchte diesen Vortrag enden mit einer Lesung, die einige von euch gut kennen. Es ist die Geschichte des Bodhisattvas, des Mitgefühls, des Mitleids, des Erbarmens, Avalokiteshvara. Der Titel, der Name bedeutet, der Herr, der von Mitleid auf die Welt herabschaut. Einstmals trat Avalokiteshvara vor seinen Lehrer Amitabha, den roten Buddha des westlichen Paradieses. Avalokiteshvara tat dann einen feierlichen Schwur. Möge ich die Gelegenheit haben, alle Wesen glücklich zu machen, angefangen mit denen im Land des Schnees. Bis ich alle Wesen befreit habe, möge ich niemals, selbst für einen Augenblick, dazu neigen, die Sorge für andere meinem eigenen Frieden und meinem eigenen Glück unterzuordnen. Sollte ich je an mein eigenes Glück denken, möge mein Kopf in 10 Teile zerspringen und möge mein Körper in 1000 Teile bersten, wie die Blütenblätter der Lotusblume. Nachdem er diesen feierlichen Schwur getan hatte, reiste Avalokiteshvara durch die Welt und widmete jede Minute der Hilfe anderer. Er wanderte durch die 6 Reiche von Samsara und lehrte alle lebenden Wesen die 84.000 Lehren des Dharmas mit Hilfe des 6-Silben-Mantras Om Mani Padme Hum. Wohin immer er kam, befreite er die Menschen von ihrem besonderen Elend. Er gab ihnen immer, was sie immer brauchten. Nahrung, Kleidung, Medizin, Unterkunft. Er gab den Ängstlichen Selbstvertrauen, den Ungebildeten gab er Bildung, den Verzweifelten gab er Hoffnung. Er lehrte den Dharma alle, die ihn hören wollten. Zuletzt kam er nach Tibet, dem Land des Schnees. Und er erstieg die Spitze des Roten Berges und überblickte die Welt. In einer Vision sah er zahllose Wesen lebendig in einem Ozean von Feuer brennen. Mitgefühl überflutete sein Herz und er weinte erschütterte Tränen gleich einem Fluss. Der Fluss seiner Tränen sammelte sich in einem See und aus dem See wuchs eine wunderschöne blaue Lotusblume. Inmitten des Lotus saß der weibliche Bodhisattva Tara, geboren aus den Tränen Avalokiteshvaras, die Quintessenz des Mitgefühls. Sie sprach ihm Mut zu und versprach, ihm bei der großen Aufgabe, die Tibeter zu lehren, zu helfen. Also ging Avalokiteshvara unter das Volk der Tibeter und lehrte sie den Pfad zum Glück. Er machte lange und intensive Anstrengungen, das Elend der Menschen zu vertreiben und sie glücklich zu machen. Aber viele hörten ihn nicht an. Schließlich von seinen Anstrengungen erschöpft, ruhte er eine Weile aus. Ein zweites Mal blickte er über das Land und sah, dass er nicht einmal einem Hundertstel der Wesen aus dem Land des Schnees geholfen hatte, den Pfad zum Glück zu finden.
Bittere Traurigkeit ergriff ihn, und nur für einen Augenblick dachte er, was für einen Sinn hat es? Ich kann doch nichts für sie tun. Es ist besser, für mich selbst glücklich und in Frieden zu sein. In diesem Augenblick zersprang sein Kopf in 10 Teile und sein Körper barst in 1000 Stücke. Vom Schmerz überwältigt rief er nach seinem Lehrer Amitabha. Amitabha erschien und legte seine Hand auf Avalokiteshvaras zerschlagenen Kopf und sagte, alle Ereignisse entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen, festgelegt im Augenblick des Entschlusses. Jedes Glück, das einem widerfährt, ist die Folge des eigenen früheren Wunsches. Dein gewaltiger Schwur wurde von den Buddhas gelobt. Im rechten Augenblick wird die Wahrheit sicher offenbar. Dann segnete Amitabha Avalokiteshvara und verwandelte die 10 Teile seines geborstenen Kopfes in 10 Köpfe mit je einem Gesicht, so dass der Bodhisattva in alle Richtungen des Raumes blicken konnte. Und von dem zerrissenen Fleisch seines Körpers formte er 1000 Arme, so dass er zahllosen Wesen helfen konnte. Und in die Fläche jeder der 1000 Hände setzte er ein Weisheitsauge, so dass Avalokiteshvaras Hilfe nicht nur voller Mitleid, sondern auch voller Weisheit war.